So, ihr Lieben, und da sind wir wieder bei Halo Master Chief Collection mit dem Halo 4, aber eigentlich dem fünften Teil. Und wir starten sofort. Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat? War der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht.
aufwachen, Chief. Ich brauche sie. Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dawn. Warum weckst du mich? Moment, bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Teilweise sind sie wieder herstellung. Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. 4 Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Darauf würde ich nicht wetten. Okay. Wie lange war ich weg? 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Was ist das? Sensorenscan, hohe Intensität, stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Chief, seien Sie vorsichtig. Weil einige von uns vielleicht Druck verloren haben? Stimmt. Nein. Okay. Chief, seien Sie vorsichtig. Ja. Weil einige von uns vielleicht Druck verloren haben? Stimmt. Kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht. Seien wir vorsichtig. Yeah.
Das war der letzte. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Wo mache ich das? Da oben vielleicht? Ah, okay. Da oben. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Wow. Oh nee, oh Kacke. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Scheiße. Landungsschiff flankiert uns! Von diesem Schiff. Wir haben größere Probleme. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Sind irgendwelche Verteidigungssysteme einsatzbereit? Nur die Hyperion-Raketen, die wir manuell von der äußeren Hülle abfeuern müssen. Okay. Falls Sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für Sie sein. Das ist gut. Diese Allianztruppen scheinen noch fanatischer als früher zu sein. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da.
weiter oder komme ich da gerade her? Gut, ich schätze, hier komme ich her. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Satan, ja. Ach, nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Ja. Scheinbar. Einer hin, 450.000 noch im Sinn. Ja. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Was zur Hölle? Wow. Okay, das war nicht so toll. Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Beeilen wir uns. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Wo sind die nächsten Rettungskapseln? Fahrzeugbeobachter! Markiere die nächste Luftschleuse. Los!
wow, wow, wow. Wir sind fast da. Ja. Ich sehe nur nichts. Wieder im freien Fall die Erde klatschen. Oh. Bitte mach das da nicht wieder, die Flat dahinter stecken. Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich. Mir geht es gut. Glaub dir nicht. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Nein. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Ja. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Ich habe nie was versprochen, was ich nicht gehalten habe. Wir müssen los! Scheint nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. Ich empfange eine schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Okay. Glaube ich nicht. Ist ein anderes Muster. Versuche, die Position anzupeilen. Oh, was ist das denn?
Okay. Was machen die so viele Warthogs? Warthogs? Sogar noch in einem Stück? Auf ihre Glückssträhne ist Verlass. Nein. Dass wir alleine sind und keinen auf dem Schutz haben. Chief, wegen meines Leidens. Ich hätte es ja nie erwähnt, weil es mir ziemlich weit hergeholt scheint, aber da Sie es angesprochen haben, möglicherweise könnte unsere Heimkehr wirklich eine Lösung für meinen Wahnsinn sein. Inwiefern? Soviel ich weiß, bin ich die einzige KI, die je aus lebendem Gewebe erschaffen wurde. Dr. Halseys Klon, um genau zu sein. Vielleicht lässt sich mein neuronales Netzwerk unter gleichen Bedingungen neu kompilieren. Das bedeutet, dass wir Halsey finden müssen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde dich auf nirgends mehr zurücklassen. Da ist wieder dieses seltsame Signal. Ja. Diesmal noch deutlicher. Hat es eine Bedeutung? Ich bin vor allem ziemlich neugierig. Es verhält sich merkwürdig. Ja. Feinde! Kann ich? Oh, den will ich haben. Oh, lauf. Meiner. Jawohl. Showtime. Schade. Wenn wir Allianzschiffe kapern wollen, müssen wir erst herausfinden, wo sie landen werden. Ich schätze mal, du hast dafür keinen Plan. Wir könnten sie einfach nett fragen. Fragen ist nicht gerade meine Stärke. Oh.
Nice. Nach schweren Schritten da oben, oder? Ach, da hoch. Der Elite hat sein Tarnmodul verloren. Schauen wir mal. Ich werde vom Anzug ein Software-Update draufspielen. Könnte nützlich sein. Okay. Ah, nice. Sehr schön. Da ist dieses Phantomsignal wieder. Jetzt habe ich es auch gehört. Wächter. Wow. Hab mich schon gefragt, wann die auftauchen. Da hinten, Chief. Eine Konsole. Ja, dann drücken wir doch mal das Knöpfchen. Ein Kartograf für ein eingegrenztes Gebiet. Okay. Im Dienst der Blutsväter Schildwelt Requiem. Requiem. Zumindest wissen wir, wo wir sind. Mal sehen, ob wir damit rausfinden, was die Allianz hier will. Oha. Was ist? Keine Ahnung, hat sich aufgehängt. Okay. Ich ermittle Energieschwankungen an verschiedenen Stellen. Ich zeige sie Ihnen. Vielleicht finden wir ja einen Weg, den Kartografen wieder zu aktivieren. Sind die ganzen Allianzler tot? Uns passiert nichts. Was ist hier los? Keine Angst. Das ist nichts weiter als ein ferroelektrisches Datenfeld. Ihre Schilde reagieren lediglich auf die Aufladung des Raums. Wird dadurch der Kartograf reaktiviert? Teilweise.
Diese Art Datenverarbeitungssystem arbeitet im Normalfall nur im Verbund. Wir müssen das Gegenstück finden. Wow. Mayday, Mayday! UNSC KI Cortana an Infinity, antworten Sie! Keine Antwort, aber der Signalstärke nach zu urteilen, musste Infinity in der Nähe sein. Der Kartograf sollte bereit sein. Wir können damit vielleicht die Position des Schiffes bestimmen. Ja, sehr gute Idee. Ich dachte, eine Granate abgeschossen. Wir dürfen der Allianz keinen Zugang zum Kartografen gestatten. Erledigen Sie sie. Ja, ich bin dabei. Und jetzt schnell zum Kartografen. Ja. Bin schon dran. Der Kartograf verhält sich so, als käme die Übertragung von überall auf dem Planeten. Das Signal der Infinity ist nicht ortbar. Moment, ich hab's. Das kann nicht sein. Starte noch einen Scan. Wir sind bereits durch die erste Schicht der Planetenoberfläche gedrungen. Vielleicht hat es irgendjemand noch tiefer als wir geschafft. Der Planet ist hohl? Mal sehen, ob ich einen Weg zu den Koordinaten finde, ohne dass wir ein sehr tiefes Loch graben müssen. Jupp. Es gibt eine Station am anderen Ende des Komplexes. Von da aus gelangen wir zum Kern. Was? Ich weiß nicht. Wenn's eine Chance gibt, dich zur Infinity zu bringen, nutzen wir sie. Okay. Begeben wir uns zur Station und finden die Infinity. Was weißt du über die Infinity? Nicht viel, sie sollte wohl kolossal werden. Aber das Projekt war bei unserer Abreise noch ein Prototyp. Bei dem Unsichtbarkeitsding da. Kundschafter, befestigen die Brücke unter uns. Wachsam bleiben. Thank you.
Wow. Nein, ich depp! Oh oh, nicht gut. Okay. Ah, okay. Der Allianzfunk spielt total verrückt. Okay, stimmt. Sie befehlen allen Einheiten, den Turm einzukreisen. Wir haben wohl Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
haben gleich sehr viel zu tun. Die Eliten haben gerade allen Bodentruppen befohlen, den Eingang zum Turm über uns zu sichern. Armee, ich komme da nicht durch. Scheiben. Hergekommen, hä? Hab ich umgedreht? Ich hab doch nicht umgedreht. Gelernt, dass ihr euch solltet, oder? Wow! Eine Übertragung der Infinity entwirren. Okay. Klang, als hätte er Artefakt gesagt. Ob es wohl das ist, worauf die Allianz es abgesehen hat? Wo ist die Station? Artefakt. Laut Karte ist sie an der Spitze des Turms. Nicht schon wieder so ein Artefakt. Thank you.
Laut der Kathedrale ist diese Station nur ein Knoten in einem größeren, den Planeten umspannenden Transitnetz. Was? Beim Versuch, auf die dem Signal der Infinity nächstgelegene Schnittstelle zuzugreifen, habe ich das hier erhalten. Was ist das? Das ist der Clou. Es ist das Blutsväter-Symbol für Reclaimer. Die Menschheit. Das muss die Infinity sein. Kannst du uns dahin bringen? Versuche, Portal zu öffnen. Cortana. Empfange unbekannte Energiesignaturen. Okay. Das kann nicht sein. Okay. Setz einen Wegpunkt aus dem Turm. Cortana. Wie konnte... Schnell, in das Portal! Was waren das für Dinger? Eine Art fortgeschrittene Verteidigungs-KI. Vielleicht mit den Wächtern verwandt, schwer zu sagen ohne genauere Betrachtung. Los, sehen wir mal, wohin uns das Transportsystem gebracht hat. Okay. Wo ist die Infinity? Das hier ist ganz klar Requiems Kern. Aber die Infinity ist definitiv nicht hier. Okay. Der Satellit im Zentrum verstärkt die Übertragung des Schiffs wie ein Relais. Vielleicht können wir damit antworten. Vielleicht. Die austretenden Strahlen verursachen die Störungen. Um die Infinity zu kontaktieren, müssen wir sie ausschalten. Kannst du uns hinbringen? Öffne ein Tor zum ersten Strahlenpylon. Ziehen Sie mich raus und los geht's. Naja, gucken wir mal die Portale. Allee, hopp. Ist das der erste Pylon? Negativ, konnte uns nicht dichter ranbringen. Sie haben doch nichts gegen einen Spaziergang? Natürlich nicht, nicht mit dir. So netter Gesellschaft. Feinde! Okay. Da sind sie wieder. Sie kommen die Wände runter. Anzahl vorhanden. Ihr leuchtet doch blau. Blau ist sie. Das waren nicht die gleichen Viecher wie in der Station. Kortikaler Fußabdruck ähnelt den Turm-KIs. Die gehören zusammen. Wow. Hey, fuck. Er ist ein richtiger kleiner Sonnenschein, oder? Nach diesem kurzen Einblick würde ich sagen, dass diese Konstrukte Nachahmer sind. Okay. Mehr davon? Ähnliche Phasenaktivität im Sensorbereich. Hier ist gleich der Teufel los. Thank you.
Sprung. Was Interessantes über unsere neuen Freunde herausgefunden. Echt? Der kurze Blitz, den wir sehen, wenn die Großen explodieren, ist eine Art Datenlöschung. Kannst du dich reinhängen? Okay. Ich konnte nur Zeichenketten herausfiltern, die die Großen als prometheanische Springer bezeichnen. Darüber hinaus wird's ziemlich undeutlich. Das kleine Ding hat der sauberen Wumms. Die Relais-Interferenz nimmt zu. Wir müssen uns dem Pylon nähern. Oh, 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 oh. Holla, 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 holla. Erstmal vielleicht das hier oben erledigen. Wow, wow, wow. Verdammt. Leck. Die Relais-Interferenz nimmt zu. Wir müssen uns dem Pylon nähern. Das bin ich. Irgendwie erhöht das Betreten der Portale meine Systemlast. Kann dir das etwas anhaben? Keine Sorge.
Den Wahnsinn habe ich bisher unterdrückt, oder nicht? Ich vertraue dir, Cortana. Halt nur so lange durch. Wie es wird beim Doktor. Professor, wie wir sind am Ziel, aber anscheinend ist der Eingang abgeschirmt. Finden wir raus, wie wir es ausschalten können. Machen, weiß ich ja eine auch der Schildenergiekerne ausschalten. Ja. Noch zwei Kerne auf unserer Ebene. Zerstören Sie sie vor dem Aufstieg. Okidoki. Macht schief. Einer noch. Okay.
sehr schön. Wow. Ach, da hoch muss ich wieder. Chief, hören Sie mal. Das ist Requiem. Sie sind gar nicht im Kern, Sie gehen auf eine Umlaufbahn. Okay. Ah. Unser Notsignal aufgefangen haben. Signalboje wurde mit uns hineingezogen. Wenn Sie versuchen, ihm zu folgen, werden Sie in den Gravitationstrichter gezogen. Ich versuche, Sie zu warnen. Kümmern Sie sich um den Strahl. Das ist die Strahlsteuerung. Na dann. Das Signal vom Relais wird langsam deutlicher. Wow, nein, ich depp. Warum ging's denn da runter? Es funktioniert, das Signal vom Relais wird langsam deutlicher. Sie haben den Trichter noch nicht erreicht. Die Störung ist noch zu stark, um Sie zu warnen. Wir müssen den anderen Strahl ausschalten, bevor Sie wie wir reingezogen werden. Was ist das denn? Taktikgeschütz. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hab mich gefragt, warum die Infinity noch nicht auf Allianz gestoßen ist. Was suchen die hier? Sie bewegen sich auch auf den zweiten Pylon zu. Das kann kein Zufall sein. Der Tor. Hüpfen wir mal. Anscheinend haben die Prometheaner auch etwas gegen die Anwesenheit der Allianz. Das Battle.net explodiert förmlich mit Nachrichten über die Gegenwehr rund um den Pylon. Was zerrappt die denn hier so? Gegenseitig auf die Fresse kloppen. Ich dachte, wir müssen da irgendwie hoch, oder? Nein. Okay, kann durch. Ah.
Hallöchen. Scheibenhonig. Kam der denn jetzt hergehüpft? Bräuchte ich ein bisschen Munition. Oh, hey, holla, holla, holla. Mal hier hoch, schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Wow, holla, 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 holla. Okay. Gerade keine Ahnung, wo ich hier anstehe. Ich bin aber, das sieht fast so aus, von meinen Nachbarn. Au. Au. Au, oh, nice. Meins. Okay. Nein, so nicht. Scheiße.
noch sowas zum Aufladen. Sieht so aus, wo müssen wir jetzt hin? Da, okay, oder? Kommen wir mit der Maschine wieder nicht hoch, oder? Was da hinten? Hahaha! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Komm schon! So! Hüttel, 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 hüttel! Stimmt wahrscheinlich gar nicht, so wie es aussieht, ne? Ne, da sind wir hergekommen. Mist! Geht's hier drinnen weiter? Ah, Hallöchen! Das Relais-Signal ist wieder abgerissen. Wir sind fast beim Strahl. Sie haben die Öffnung gefunden. Wir sollten schnellstens hoch zu dem Relais. Energiekern offline. Gute Arbeit, Chief. Infinity, ein Überlebender der Forward Antudor. Ordne einen schwachen IFF-Tech nahe des Planetenkerns. Bitte kommen.
Bei Planetenkern, Sie wissen, dass wir hier sind. Infinity, hier UNSC, KI Cortana. Nicht dem Blutsväterplaneten nähern. Wiederhole, nicht... Infinity an UNSC-Posten. Forward unto dawn. Wir hören Sie leider nur abgehakt. Steuermann, Geschwindigkeit um 0,7 erhöhen. Bringen Sie uns rein. Negativ, Infinity. Nicht nein. in den Planeten nein, eindringen. Nein, nein. Falls Sie uns hören können, senden Sie. Nein, Chief, Sie müssen den Strahl sofort ausschalten. Bin dran. Cortana an Infinity, hören Sie mich? Infinity, komm! Störquelle beseitigt, aber der Sender Ihres Anzugs ist nicht stark genug. Berechne einen Weg zum Satelliten. Schon erledigt. Los! Irgendwo auf dem Satelliten muss es eine zentrale Steuerung geben. Die Allianz rückt auch auf das Relais vor. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte die ein Senderelais interessieren? Ich kümmere mich. Finde du einfach den Kontrollknoten. Wann gerät die Infinity in die Geschichte? In höchstens 2 Minuten. Die Allianzler eilen zu irgendwas auf der Rückseite des Satelliten. Ist das das Signalrelais? Ja, hoffentlich können wir es dazu nutzen, die Infinity zu warnen, bevor es zu spät ist. Muss ich da jetzt weiter oder muss ich erst auf der anderen Seite den Knopf drücken? Okay. Mensch, ist das doch wieder ein Stress hier mit dir. Ach, grüne Kacke. Oh, oh.
Ei, da werde ich aber gehäckselt. Da werde ich gehäckselt. Beeilung, Chief! Bin gleich da. Jetzt. Infinity, hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Hören Sie mich? Infinity, hier ist Sierra 117 von der UNSC. Infinity, bitte komm! Infinity, bitte komm! Chief? Chief, lassen Sie die Kontakte los. Such uns einen Ausgang. Meinetwegen müssen Sie nicht warten. Hallo? Muss ich mal ganz kurz eine Pause einlegen. Ich bin mal ganz kurz AFK.
So, da bin ich wieder. Schöne Grüße von Sake. So, was ist das jetzt für ein Fritze? So schwindet die große Ernte meines Verrats. Selbst diese niederen Wesen haben erkannt, wofür du blind warst, Mensch. Eure Vornehmheit nimmt euch die Sicht, wie immer. Die Bibliothekarin hat kaum etwas dem Zufall überlassen, nicht wahr? Meine eigenen Wächter, meine Welt, gegen mich zu wenden. Wie hochmütig zu glauben. Sie könne euch ewig vor mir beschützen. Wenn ihr nicht einmal diese Tiere beherrscht, hat die Menschheit die Aufgabe noch nicht erlangt. Euer Aufstieg kann noch abgewendet werden. Die Zeit war euer Freund, Mensch. Aber nun hat sie dich verlassen. Die Blutsväter sind zurück. Dieses Grab ist nun das Deine. Dann abhauen. Beeilung! Chief! Chief, bitte! Wir müssen los! Dieser Didaktiker, er hat das Signal der Infinity manipuliert, damit wir ihn freilassen. Ziehen Sie auf! Was passiert? Der Eintritt des Satelliten in den Hyperraum hat den Kern destabilisiert. Wow. Wow. Kommt. Wir müssen ein Portal finden, bevor das gesamte Netzwerk zusammenbricht. Also auf, wieder, oder? Schnappen Sie sich einen Ghost! Ja. Moment, ich werde Energie von Ihren Schilden umleiten, um den Schub des Ghosts zu versteuern. Aussteigen und schieben.
Leute. Chief, da! Yay. Was? Wo? Ach. Scheiße. Die Infinity. Klingt doch nicht gesund aus. Mayday, Mayday. Oh, Scheiße. Hier spricht der Captain der UNSC Infinity. Ein unbekanntes Wesen hat die Kontrolle über unser Schiff. Wir sind antriebslos. Und auf Kollisionskurs mit einem unbekannten Blutsfelderplaneten. Sinkflug berechnen. Erledigt. Aufschlag voraussichtlich 77,8 Kilometer nördlich. Kacke. Sie wissen, wo er hin will. Ja. Wo wir auch hin wollen. Klar. Natürlich. Natürlich. Bleiben. Aufklärer auf dem Weg. Das Schiff sieht intakt aus. Irgendwas sagt mir, das ist nur so, weil der Didaktiker es wollte. Hier lässt sich ein UNSC Infinity. Sind hier unten von Feinden umringt. Hört uns jemand? Hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Sind bereit, Ihnen zu helfen. Negativ. Langsam sagten Sie Forward unto Dawn. Wiederholen. Das Signal kommt und geht, ich kann's nicht rausfiltern. Bring mir Ihre IFF-Tags auf den Schirm, dann haben wir wenigstens ein festes Ziel. Ich empfange einige IFF-Tags hinter den Räumen. Übertrage den nächsten auf Ihr HUD. Der Scan ist der gleiche wie der auf der Dawn. Außer, dass der Didaktiker ihn jetzt persönlich kontrolliert. Infinity an Commander Lasky. Haben Kontakt zu Ihren Pelicans verloren. Bitte kommen! Schöne Gegend. Zum Urlaub machen wir das mal fein. Einer von Ihnen ist Offizier. IFF-Tag überprüfen. Laut Tag ist das Jimenez, Paolo J. Also ist Lasky noch irgendwo da draußen? Oh, das ist mir, glaube ich, lieber als gesniped. Ja.
mal weg. Doch auch nicht. Moment mal, was hat er gerade da drüben fallen gelassen? Was ist das? Oh! Holla! Damit konnten sie also durch den Nebel sehen. Heile ist, bitte. Ich mag das nicht, wenn dann was von hinten noch kommen kann. Ah, Mist. Die tauschen wir aus. Ich orte noch ein IFF-Tag am Ende des Dickichts. Okay. Der Zeitangabe zufolge ist Lasky hier durchgekommen. Der Flieger, okay, das ist der Flieger. Habe weiteren IFF-Tag geortet, aber da kommt wohl eine Verengung. Wir könnten in eine Sackgasse geraten. Mach nichts, mal wieder zurück. Was ist? Okay.
Ist hier irgendwo noch... Okay. Ich bin mal ganz kurz AFK, ihr Lieben. So, bin wieder da. So. Was ist denn da der eine Zwiebelte? Das jetzt zwar irgendwie nicht zu kompliziert aus für Halo. Danke. Was ist das hier? Achso, Automatik-Chips. Leco mio. Da. Rein. Ach, hier vielleicht.
Da ist ein Freund Feintag. Aber wo ist der Besitzer? Mehrere Tags. Chief, das sind Verbündete. Okay, das ist doch fein. Sie müssen wohl noch etwas auf Ihre Willkommen-Zurück-Party warten. Tom Lasky, erster Offizier der Infinity. Hätte nie erwartet, Sie wiederzusehen. Dicht machen! Dachte, Sie wären größer. Commander! Funksignal! Infinity, hier Commander Lasky. Pelican-Aufklärer abgeschossen. Wiederhole, alle Vögel abgeschossen. Haben Verluste erlitten und brauchen sofortige Hilfe. Komm. Endlich. Habt ihr die Koordinaten berichtet? Positiv, Sir, aber wir brauchen einen Transport hier raus. Kümmern Sie sich darum. Sie wurden zum Aufklären losgeschickt während eines Angriffs auf das Schiff. Der Captain dachte, die Infinity könnte uns Feuerschutz geben und trotzdem den Angriff abwehren. Sir, wir werden die Verwundeten niemals zu Fuß zum Schiff bekommen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Sie um einen Gefallen zu bitten, aber für uns wird hier langsam die Luft dick. Haben Sie zufällig Übung darin, LZs zu räumen? Manchmal schon. Ja. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet abgesichert ist. Ein Scan der Umgebungstopographie zeigt eine Lichtung im Norden. Sollte groß genug sein, ein Landungsschiff runterzubringen. Gut, dann schauen wir mal. Auch wenn wir nicht ganz so groß sind, dass wir ihn freigeräumt kriegen. Nicht einfach vorrennen, ihr Affen. Oh Mensch. Seht doch, was ihr zu sagen. Oh, weil die einfach nur vor losrennen. Verdammte Axt. Chief, Lasky hier. In Ihrer Nähe sitzen welche von unseren Jungs fest. Können Sie sie unterstützen? Commander, Cortana hier. Sind auf dem Weg. Thank you.
Ach, guck mal. Da wollten. Suchen Sie ein Interface. Lauf, wenn du kannst. Eieieiei. Diese Türen führen in ein Tunnelsystem mit einer geeigneten LZ. Halten Sie sie von mir fern, bis ich die Türen geöffnet habe. Okay. Feindliche Truppe auf! Mager mit der Muni. Sorry, mein Freund. Zeit, dass du zum Dock kommst. Ich hab's! Der Durchgang ist frei! Ziehen Sie mich raus! Da, bitte, 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 da. Okay. Das mit vorhin tut mir leid. Das Lukensicherheitssystem war schwieriger als erwartet. Schon okay. Es ist nicht okay. Absolut gar nichts ist okay. Ich weiß, aber Hoffnung hilft trotzdem weiter. Nicht verlieren. Springer! Moment, was macht er da? Allianzler? Sie arbeiten mit den Prometheanern zusammen? Oh, super. Ich muss mal darauf hoffen, dass sie sich gleich ausmerken. Mann, jetzt machen die sich noch nicht mal mehr gegenseitig Platz. So eine Scheiße. Oh. Ui, okay, dann ist das dicker. Schockierend, wie schnell der Didaktiker die Allianzler vereinigt hat. Ja. Wie schneller die sein.
Auch keine Muni mehr. Lesky, Landezone gesichert. Verstanden, Cortana. Hier sind die Koordinaten für... Mayday, Mayday, Alarmstufe Rot. Feindliche Einheiten versuchen, in die Brücke der Infinity einzudringen. Sie sind hinter der Luke. Führung durchbrochen. Alle Einheiten sofort zurück zur Infinity. Das ist ein Befehl. Chief, ich leite die Spartan vor zum Sammelpunkt Alpha Sierra Foxtrot um. Sie haben das Kommando über die Vorhut, bis wir zu Ihnen aufschließen. Treffen Sie die Männer und erobern Sie das Schiff zurück. Ja, Sir. Viel Glück, Chief. Lesky, Ende. Hier Pelican 595. Wir haben den Chief an Bord und sind unterwegs zu Sammelpunkt Alpha Sierra Foxtrot. Alpha Bravo sind Feuer frei, Chief! Zeigen Sie es ihm! Alpha Bravo sind Offensive. Feind ausgerichtet. Allianz. Auf. Feindliche Kampfhandlung.
Wow. Hat die Schiffsverteidigung deaktiviert und zapft im Moment die Computer des Schiffs an. Können wir die Verbindung stoppen? Der Hauptzugriffspunkt ist auf dem oberen Schiffsrumpf. Der schnellste Weg führt durch die Wartungsschächte. Hinter der Tür steht ein Mantis. Schnappen Sie ihn sich. Sie werden die zusätzliche Feuerkraft brauchen. Zurück, Sir. Ja, gut. Schau ich aber erstmal, ob ihr vielleicht noch ein paar andere Waffen da hinten habt. Die Zeit ist knapp. Nice. Trotzdem. Nicht. Echt jetzt keine Waffenlager hier oder so. Ist dann nicht gut organisiert. Dagegen. Ah.
alles klar. Gut. Verteidigung der Infinity. Genau das haben wir uns auch gedacht. Schalten Sie sie aus, damit wir die Waffen wieder aktivieren und den Satelliten zeigen, dass wir nicht nur großer Briefbeschwerer sind. Wir sind dran, Commander. Cortana, Ende. Offline.
Kampf aufgeben. Was mich mal interessieren würde, Leute. Wo zum Teufel sind diese Dinger hergekommen? Vielleicht sind sie auf Requiem heimisch oder was auch immer bei Blutsväter KIs als heimisch durchgeht. So eine aggressive Reaktion haben wir auf keiner der anderen Installationen erlebt. Andere Installation? Mr. Lasky. Die Mission der Infinity bestand darin, die übrigen Halo-Ringe zu finden und Forschungsbasen zu ihrer Stilllegung einzurichten. Wir haben bereits Stationen im Orbit der Installation 5 und 3, aber in letzter Zeit gab es ein paar Rückschläge. Ein Forschungsteam hat's erwischt, als sie ein Blutsväter-Artefakt geborgen haben. Nur diese Sensordaten sind übrig. Interessant. Diese Symbole ähneln den Schriftzeichen der Blutsväter. Unsere Eierköpfe konnten ein paar Koordinaten auslesen. Dreimal dürfen Sie raten, wohin die führten. Sir, Gypsy Company ist startbereit und wartet auf Ihren Befehl. Danke, Palmer. Mr. Lasky, Sie bilden die Vorhut. Ich will Bodenkontakt in 60 Sekunden. Captain. Das hier ist ein Erstkontaktszenario, Master Chief. Wir müssen die Infinity aus dem Gravitationstrichter befreien und das Flottenkommando über die Bedrohung informieren. Gehen wir von hier weg? Sir, die Infinity hat den Didaktiker zurückgedrängt. Er ist verwundbar. Da ist er nicht der Einzige. Gerade Sie müssten es doch zu schätzen wissen. Zu überleben, um den Kampf später fortsetzen zu können. Ich mag ihn nicht. Den mag ich gar nicht. Wir wollen aber zum Doktor wegen Cortana. Und das ist, denke ich mal, noch wichtiger. Mit ihrem Wissen und ihren Möglichkeiten kann sie mit Sicherheit deutlich mehr ausrichten. Infinity and Gypsy Company? Der Luftkorridor zum Gravitationstrichter wird von einem Partikelkanonennetzwerk gesichert. Die Schilde der Infinity sind noch unten.
Räumen Sie den Weg frei, dann geben wir Luftunterstützung. Captain, wie schätzen die Aufklärer die Lage ein? Sie waren zwar lange außer Gefecht, Chief, aber diese Mission muss schnell ablaufen. Eine Gefechtsaufklärung würde uns nur aufhalten. Laut Telemetrie werden die Kanonen von einem Gefechtsstand südwestlich von uns kontrolliert. Schalten Sie dieses Ziel aus und neutralisieren Sie die Geschütze. Wir treffen Sie auf der anderen Seite und übernehmen den Gravitationstrichter. Infinity, Ende. Ehrlich gesagt bevorzuge ich meine Infos mit ein wenig mehr Info. Wir kriegen das hin. Chief, hier ist Spartan Sarah Palmer von der Infinity. Commander Lasky wartet im Mammoth auf Sie. Auf dem Weg. Etwas mehr Abstand, Sir. Wow, da hat aber jemand Minderwertigkeitskomplexe. Oh. Papa Foxtrot 766 an Spartan Palmer sind endlich in der Luft. Okay. Das ist ja mal ein dicker Brummer. Chief, leider müssen wir einige der Partikelkanonen von Hand ausschalten, bevor wir zum Gefechtsstand gelangen können. Okay. Chief, Palmer nochmal. Der Mammoth hat Jetpacks an Bord. Wenn ich da unten wäre, würde ich mir eins holen. Jetpack. Gypsy Company, ihr Captain Del Rio. Sie haben grünes Licht. Schalten wir den Gravitationstrichter aus, damit wir nach Hause können. Okay. Gute Jagd. Infinity Ende. Okay, Chips, in die Arbeit rufen. Wirbeln wir ein bisschen Staub auf. Ein wackelig hier oben vielleicht. Nein, das ist nicht drin. Thank you.
Na gut. Zum zweiten Einsatzziel. Erbitten Evakuierung für Verluste. Senderei, Commander. Parma, Ende.
Schussfeld ist blockiert, das andere Ende der Schlucht. Drei Energiequellen geortet. Schalten Sie sie ab, damit der Mammoth durch kann. Blockiert das andere Ende der Schlucht. Drei Energiequellen geortet. Schalten Sie sie ab, damit der Mammoth durch kann. Lange durchhalten, wir müssen ihm die Allianz vom Leib halten. Ja, witzig. Hey,
Verstärkungen! Oh. Halten Sie sie auf! Im Lager! Ja, aber ich glaube... Hab ihn im Visier! Wow. Einen Grav-Lift in den Bauch des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. Stoppst du, wo ich gerade dabei bin, Mädel? Zurückgelassen. Okay, macht ihn dicht. Mammoth unterwegs. Sie sind denen egal. Die haben sie ersetzt. Verdammt. Schon okay. Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Da sind. Chief, verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert? Hier, Lasky.
Ja, Commander. Der weitere Weg ist komplett blockiert. Das war's erstmal für den Mammoth. Der Befehlsstand der Partikelkanone ist am Ende des Grabens. Da. Allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander. Lasky, Ende. Auffüllen. Fuck, jetzt wollte ich gerade hinter den Schild gehen, so eine Scheiße. Fuck.
Cortana und Infinity betreten das Blutsväterbauwerk. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. Ah, das ist grün. Okay. Grün, alter Helfer, kann das sein? Ja. Sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Lass mich mal gucken. Die Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das Ganze ist sollte es mir eigentlich nicht gestatten, die Kanonen auf sich selbst feuern zu lassen. Eigentlich. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Hier drin ist was. Chief! Cortana! Hey! Cortana! Verloren haben. Wer sind Sie? Ich bin das, was von dem Blutsvater namens Bibliothekarin übrig ist. Meine Erinnerungen wurden erhalten, um die Menschheit auf ihrem Weg zur Aufgabe zu unterstützen. Dieser Plan ist nun leider in Gefahr. Der Didaktiker verlässt Requiem. Bald. Du musst das verhindern. Verlässt? Er sucht das hier. Den Erzeuger. Eine Vorrichtung, mit der er den größten Feind eindämmen kann, den die Blutsväter je hatten. Euch. Was? Die Menschheit breitete sich in der Galaxie aus, schnell und schonungslos. Ganze Systeme fielen, bevor die Krieger des Didaktikers euren Feldzug aufhalten konnten. Als der Didaktiker die Menschheit nach 1000 Jahren endlich bezwang, war seine Strafe hart.
Wir konnten nicht ahnen, dass die Blutsväter nicht eure einzigen Feinde waren. Die Menschheit breitete sich nicht aus. Sie war auf der Flucht. Vom Krieg geschwächt, konnten wir die Parasiten, die euch verfolgten, nicht besiegen. Die Blutsväter planten eine letzte große Reise. Aber der Didaktiker weigerte sich, unsere verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben. Er würde die Galaxie beschützen. Zu einem Preis. Bei unserem Streben nach Transzendenz sollte der Erzeuger die organische und digitale Welt verbinden. Er hätte uns unsterblich machen können. Aber die Ergebnisse verschlechterten sich. Und die gespeicherten Persönlichkeiten zerfielen und unsere Versuche, ihnen ihre biologische Form zurückzugeben, erzeugten Monster. Solche moralischen Bedenken kannte der Didaktiker nicht. Die Flat infizierte nur lebendes Gewebe. Der Erzeuger bot dem Didaktiker eine Lösung und seine Rache. Die Prometheaner. Sie sind Menschen. Sie waren nur der Anfang. Er hätte die gesamte Menschheit digitalisiert, wenn wir den Erzeuger nicht an uns genommen und ihn selbst hier eingesperrt hätten. Reclaimer. Als ich die Menschheit katalogisierte, versteckte ich Samen vor dem Didaktiker. Samen, die alle zu einem Ziel führen würden. Deiner Entwicklung, deiner Kampfausrüstung, selbst deiner Gehilfin Cortana. Du bist das Ergebnis vieler tausender Lebenszeiten der Planung. Planung wofür? Er hat uns gefunden. Selbst im Tod mischt sie sich weiter ein. Reclaimer, das Genlied, das ich in dir angelegt habe, beinhaltet viele Fähigkeiten, darunter Immunität gegen den Erzeuger. Aber du musst sie freischalten. Weh. Gib deine Verbindung mit dieser Welt auf. Deine evolutionäre Reise muss beschleunigt werden. Kann ich den Didaktiker sonst besiegen? Nein. Dann tun sie es. Mach dich bereit. Hey. Darf ich mal zurück? Hallo? Jetzt nicht mehr menschlich, aber. Chief, hier oben! Hey Cortana. Wie kommen wir hier raus? Fahrstuhl, Rückseite der Kammer. Na, dann wollen wir mal. The humans' actions threaten the galaxy.
yet we have treated them as the mantle required. Their punishment is just. Justice is reducing their genetics in such short generations from a space-faring race to this? They are closer now to the animals they behaved as. If not for their encounter with the Flood, their gene plan could have surpassed our own. They could have someday held the mantle of responsibility. The humans were not meant to protect others. The mantle of responsibility for all things is ours, and ours alone. Yes, the mantle is ours. And we hold it so tight that even in death we shall hold it still. Chief, was ist mit Ihnen? Ihre Biowerte sind total durcheinander. Ist eine lange Geschichte, aber ich weiß jetzt, was die Didaktiker vorhat. Ich auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als sie mich aus dem System gefischt hat. Ich weiß aber nicht, was sie mit Ihnen angestellt hat. Alles gut, Katana. Alles.
da ist bald hier ein Bär. Ich hätte dich doch zu Fuß da reinlatschen sollen. Ach, okay, weiter komme ich mit dem Bär. Wir sind am Trichter. Dann markieren Sie das verdammte Ding, damit wir hier rauskommen. Sie haben ihn gehört, Chief. Schuss einleiten. Infinity kann nicht so viel Schaden einstecken. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir, wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Hören Sie, ich verstehe ja, was Sie zu sehen geglaubt haben. Geglaubt? Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und bei allem Respekt für Sie, Soldat. Ich werde mein Schiff nicht wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Du Arsch. Sir, du Arsch. Und wenn er recht hat? Navigation, setzen Sie Kurs auf die Carinae Station, sobald wir abflugbereit sind. Kommunikation, machen Sie eine Warnboje bereit. Sie werden diesen Planeten nicht verlassen! Cortana. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht tun. Commander Lasky, entsprechend Artikel 55 der UNSC-Verordnung 1245.7.2 befehle ich Ihnen, den Datenchip der KI zu entfernen und bis zur endgültigen Bitte. Zuweisung ich einzulagern. Will nicht. Sie Nein. Will nicht. Entfernen Sie sofort Bitte. Den Chip, Commander. Nein. Bitte. Ich will nicht. Her mit dem Chip. Der Didaktiker Nein. muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Ich befehle Ihnen, die KI abzutreten! Nein, Sir. Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier, was wir können. Der sollte draufgehen, nicht die anderen beiden, den letzten. Ich kann Ihnen mehr als 40.000 Gründe nennen, die mir sagen, dass diese Sonne nicht echt ist. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Aber trotz allem werde ich nie wissen, ob sie echt aussieht. Sich echt anfühlt. Bevor all das hier vorbei ist, versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Die Infinity hat das Schiff des Didaktikers zu einem Dock südöstlich von hier verfolgt. Wir springen ab, wenn die Infinity das Dach verlässt. Ich wurde mit dem Befehl hergeschickt, Sie aufzuhalten.
Für den Fall, dass sie bereits weg sind, habe ich einen Pelican geordert. Ausgerüstet zur Gefechtsverfolgung. Ich bitte, dass Sie bei diesem Blutsvater oder was immer er ist, falsch liegen, Chief. Aber für alle Fälle. Danke. Und Chief, viel Glück. Ihnen beiden. Kommen Sie, Chief. Fahren Sie eine Lady spazieren. Gerne. Gerne. Der Didaktiker hat mit dem Erzeuger die Prometheaner aus Menschen erstellt. Wenn er die Sache zu Ende bringen will, muss er ihn erst finden. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihn auf Requiem festhalten. Ich hoffe, Lasky hat den Pelican gut gepflegt. So, ihr Lieben. Boah, hier geht's aber dann beim nächsten Mal weiter auf der Jagd nach dem Didaktiker. Oh, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute. Haut rein, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss und ciao. Euer Martin. Servus.